Ja, moin und hallo. Der Männerabend ist wieder zurück. Langweilig. Ach ja, das ist Buddy gar nicht beachten. Na, hör mal. Ich höre. Gut, es gab ja nun eine etwas längere Pause, darum heute 3 Videos, der September, der Oktober und der November. Quatsch nicht so lange, fang an. Ja, es geht jetzt los. Und zwar mit dem September im Patentkuch. Was für eine Suppe? Warte. Französische Senfsuppe. Ich hatte Lachs Carpaccio und das war anders als Carpaccio. War sehr lecker. Hat abgeschmeckt. Also schmeckt mir sehr gut. Ja, es war lachsig. Lieber rindig. Okay. Aber war trotzdem lecker. Die war lecker. Ein bisschen wenig, aber sonst sehr lecker. Ja. Hat nach Dijon-Senf geschmeckt. Stand, glaube ich, aber auch von der Karte. Ich hatte, was hatte ich denn? Achso, einen schönen Ziegenkäse überbacken, also gebacken. Die war extrem lecker, hätte ich nicht gedacht. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit. Schauen wir mal, was denn jetzt in Gang bringt. Guten Appetit. Guten Appetit. Ein Rumpsteak. Was siehst du da? Was hatte ich? Ich hatte ein Steak. Rinderfilet sous vide. Das ist aber Direktaufnahme. Und das war richtig zart. Sweet. Sweet? Sweet. Sweet? So sweet. So sweet. So eat. So sweet. Sous vide. Ohne. Die Franzose sagt, so üt gekocht. Tut sweet. Das wird ein Film. Ey, das und das war sehr, sehr lecker. Zart. Mein Medium allerdings war ein bisschen zu englisch, darum war es wahrscheinlich auch so zart. Aber es war trotzdem super zart, sehr lecker. Obwohl ich ein bisschen mehr Röstaroma vermisst habe. Und Soße Opa. Was war. Viel zu hibbelig. Tut sweet. So kann ich nicht. So bin ich auch so nicht. Kann ich so. Wenn es hibbelig wird, kann er nicht. Wenn es hibbelig also, wird, nee, kann ist, er nicht. Also ganz ehrlich, ich habe das Ding gegessen, allerdings Ladies Cut und war okay. War gut. Ja, ich fand mich auch ja. Die Röstaromen haben mir auch ein bisschen gefehlt. Oh, so ist okay. Ja, kann man gut essen. Du ja. Ja, am Schluss. Ne, ich hatte dann noch die letzten drei. Die letzten drei Bissen hatte ich dann noch ein bisschen dieses Meersalz. Und da habe ich erst gemerkt, wie lecker sowas sein kann. Von den Röstaromen. Ja, scheiß auf Röstaromen, Hauptsache Salz. Ja, das stimmt. Du brauchst noch Bier. Ja, das stimmt. Salz hätte dem Fleisch auch noch gut getan, das stimmt. Ich brauche noch Zeit. No way. Ich trinke. Prost. Ich krieg schon wieder Hunger. Jo, das war lecker. Oktober. Ja. Okay, der Oktober war im Elina und das war ein ganz besonderer Abend. Ja, wir sind im Elena. Den Laden fand ich beim ersten Mal schon gut. Und heute gab es hier diesen super griechischen Abend. Super. Ich Türke im Griechenland. Griechenland. Heute in Elena. Das sind 2. Schneid mal durch. Da kommt noch mehr. Oh, oh. Patates au gratin. Geil, hört sich gut an. Und lauf rein mit dem Fahrerlager. Und ich schraube alle noch am Schrauben.
Ja, weil wir kamen ja erst an und am nächsten Morgen wäre Quali freies Training gewesen. Und ich schön durch, an den, mitten im, auf dem Weg, links und rechts waren die am Schrauben. Und auf einmal sind wir mit Security, mit Chipboard. Was war auf einmal? Und ich so, oh Scheiße. Beide in die Hand. Und dann haben die mich aber doch gekriegt. So. Das ist der Nachtisch. Ja, da kommst du nicht in den Tag rein. Oh oh. Stopp. Das hast du extra gemacht. Hast du alles andere vom Essen eigentlich auch gefilmt? Fast alles, ja. Fast. Essen lecker. Woher weißt du? Getränke lecker. Alles gut. Gut. Ja, wirklich, wirklich sehr lecker. Geschmortes Schwein, das war das Beste mit Abstand. Aber es gab so viel zahlreiche Köstlichkeiten, 100.000 verschiedene Vorspeisen. Es hat alles sehr fleischlos angefangen. Und natürlich viel zu viel. Habe ich das erste Mal gegessen, Khamsi. Naja, und die schmecken gut. Meeresfrüchte, Sachen, dann gab es da ganz viel Antipasti. Ach nee, wie heißt das denn auf Griechisch? Antistos di Pastos? Aber wir sprechen immer noch kein Griechisch, also müssen wir noch mehr Uso trinken. Ja, jamal. Jamals. Das geht auch. Danke. Das Gute ist, dass ich der Einzige bin, der hier nichts getrunken hat heute. Ich muss ja fahren. Oh oh. Stopp. Don't drive without drinking. Ja, ich habe eigentlich alles gesagt. Danke, ich erkenne es immerhin, weil ich nüchtern bin. Total. Nur zu empfehlen. Ja, dann gab es einen Nachtisch. Griechischer Feta-Joghurt mit Honig und Nüssen drauf. Das war eigentlich ganz lecker. Ich hätte lieber Eis gehabt. Uso gab es für die Kollegen ein oder zwei. Belgisches Bier schmeckt auch beim Griechen gut. Obwohl du ja nicht trinkst, ne? Oh, musst du noch fahren. Haben die anderen mir gesagt. Kann ich nur empfehlen, macht es. Das kriegst du auch, glaube ich, hier nur am Ende, ne? Ja, danke. Ganz ehrlich, super Essen und wir hatten super viel Spaß. Und wir haben auch ein bisschen viel getrunken, aber egal. Der Uso hat geschmeckt, ja? Ja, der Uso hat geschmeckt. Besowski. Das passte auch zum Abend. Okay, nun, weiter geht's. Und zwar waren wir im November im Bestial. Vitello Tonnato! Ja! Da fehlt aber die Soße. Ja, die mache ich mir gerade auch. Normalerweise gerade diese geile. Ja, also meine Vorspeise, Carpaccio, war lecker. War wirklich gut. Das Fleisch schon zart. Was? Ich bin raus. Ich schließe mich einem meiner Vorredner an. Ja, ich hatte also ein bisschen viel Fett im Carpaccio-Fleisch. Es war trotzdem lecker schmecker. Denke schon. Meine Vorspeise, das war jetzt nur einfach Weißbrot mit einer Creme und Hühnerfleisch drauf. Das ist unglaublich. Hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Sei es drum, dumm gelaufen. So wenig Kartoffeln nur. Was? Schon gebildet. Geblitzt, Dingstier. Ja. Guten Appetit, die Herren. Guten Appetit. Wir warten jetzt auf den Nachtisch und dann sehen wir uns wieder. Ne? Und danke und tschüss.
Suppe. Ja. Die gehört in Tee. Ja. Dankeschön. Ja, danke. Also ich fand mein Essen wirklich stimmig. Das war sehr lecker. Ich hatte Roast Beef, 250 Gramm. Und dazu noch, ich würde sagen, Pommes mit Mayo. Aber doch, es war sehr stimmig. Was mir vielleicht ein bisschen gefehlt hat, war das Salzige. Also ich habe nur den Pommes-Salz gespürt. Am Fleisch war nicht so viel. Vielleicht liegt das auch an meinen Geschmacksnerven, aber ich wollte ein bisschen mehr Salz und das war's. Das war verdammt lecker, echt. Also, die haben hier bei einigen Gerichten haben sie ja mal anders drüber stehen. Das hätten sie bei meinem Wiener Schnitzel mal rüberschreiben sollen, denn das war wirklich ganz anders. Das war eine total leckere Panade, sehr kräuterig, grünlich, sehr pfeffrig. Aber das war nicht überpfeffert, das hat trotzdem total lecker geschmeckt und war grandios zart, das Fleisch. Also wirklich ganz toll. Die Beilagen fand ich nicht so toll, aber das Fleisch war grandios. Ehrlich. Also das hat sich gelohnt und auch nicht so überteuert. Ja. Top, wirklich. Was? Ich möchte nicht. Doch, lecker, lecker. Lecker. Aber ich möchte keinen Kommentar. Aber gut gegessen, gut gegessen. Du kitzelst das doch aus jedem raus, ne? Es war gut, also das Fleisch war sehr lecker. Blumenkohl hatte ich ja. Ja, ist eben halt Gourmet-mäßig. Ich mache es eigentlich lieber ein bisschen mehr durch. War knapp an der Grenze, aber konnte man gut essen. Nee, es war gut. Es war wirklich gut. Also alles war gut. Vorspeise, Hauptgericht. Das Bier schmeckt auch so gut. Okay, das war's. Ein bisschen lahm, ne? Okay, es war nicht unser bester Abend, aber wir hatten trotzdem unseren Spaß. Gut, das war's für diesmal. Ansonsten freue ich mich, euch bald wiederzusehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.